heißt, ich bin von stempellos.com und ich bin unabhängige Stempel-Up-Demonstratorin aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Und ich freue mich, heute wieder zurück zu sein, nach einer längeren Pause, hatte persönliche Gründe, aber bei mir ist alles gut, mit dieser schönen Verpackung hier. Ich weiß, einige von euch warten da schon wirklich lange drauf, deswegen es tut mir leid, dass es so eine lange Pause geben musste dazwischen, aber besser spät als nie, was lange währt, wird endlich gut. Und ich habe heute hier für euch die Mini-Version meiner Wohlfühlbox. Die Wohlfühlbox kennen einige von euch, das weiß ich. Aber wenn du die Wohlfühlbox noch nicht kennst, dann verlinke ich sie dir hier oben in der Ecke im Video. Das ist im Grunde die gleiche Verpackung von der Art, aber wesentlich größer, also so in etwa so groß. Und weil die so beliebt ist, mache ich heute diese hier mit euch. Das Video ist das dritte Video einer Reihe mit der wunderschönen Produktreihe Dahlia Days. Die ist ja noch einige Wochen im Mini-Katalog Januar bis Juni zu kaufen gibt. Das heißt, wenn du dich jetzt für dieses Produktpaket begeisterst, dann solltest du relativ zügig es auf deine Wunschliste schreiben, denn es wird nicht mehr lange verfügbar sein, sondern nur noch so lange, wie der Mini-Katalog verfügbar ist. Da komme ich auch gleich schon zum Punkt. Wichtig immer am Anfang des Videos zu sagen, nicht am Schluss. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Das bedeutet, du kannst alle Produkte, die ich heute verwende, über mich bestellen. Wenn es das erste Mal ist, dass du hier bist, dann sei auch so lieb und folg mir unbedingt auf meinem Instagram-Kanal, denn da siehst du wirklich fast täglich neue Inspirationen von mir. Gut, Werbeblock zu Ende. Ach so, den Link zu meiner Webseite und auch zum Online-Shop, wo du über mich bestellen kannst, den ist übrigens hier unten unter dem Video und auch eine Liste mit allen Dingen, die ich hier benutzt habe. Verlinke ich dir. So, jetzt wirklich Werbeblock zu Ende und wir basteln los. Ich habe dir im ersten Video der Reihe ja schon gezeigt, wie du selbst das Designerpapier stempelst. Ich zeige es nochmal, mit dem wir heute arbeiten. Also es ist kein Papier, was du kaufen kannst, sondern es ist selbst gestempelt. Ich verlinke dir auch nochmal das Video oben in der Ecke, wo du lernst, wie das funktioniert. Es ist wirklich denkbar einfach und heute benutzen wir das, um diese Verpackung zu machen. Eine Karte haben wir damit auch schon gemacht. Wenn du die nochmal nachbasteln willst, dann schau doch bitte auch unbedingt hier oben in die Ecke oder unten in die Infobox. So, jetzt aber wirklich. Wir legen los. Also die Wohlfühlbox, für die, die sie noch nicht kennen, die geht mit einer Schleife hier unten auf. Ich hätte mir mal lieber ein Glas Wasser holen sollen. Ich merke es schon. Geht hier unten auf. Die öffnet sich. Oh, Applaus ist rausgerutscht. So, eigentlich sollte das so hier drin sein. Und dann habt ihr hier ein wunderschönes kleines Geschenk. Hier unten passen 4 Tafeln Schokolade rein. Ich habe jetzt Merci genommen. Ich glaube, Jogurette hat das gleiche Maß. Also so in etwa müsst ihr mal schauen, wenn ihr fertig seid mit der Box, was da genau reinpasst. Und oben passt ein Teebeutelchen rein. Wichtig ist, deswegen, also nicht, weil ich jetzt hier die Firma so großartig unterstützen möchte, aber ich habe hier einen Teekanne-Teebeutel genommen. Das Ding ist, die haben unterschiedliche Maße. Mesma zum Beispiel hat ein bisschen breitere Teebeutel und die passen da nicht optimal rein. Deswegen an der Stelle, ne, es ist, anscheinend ist es ein Unterschied, habe ich festgestellt, beim Probieren, welche Teesorte man hier nimmt. Aber diese passen auf jeden Fall da rein. Genau. Wir fangen vorne an, nämlich mit dem, ich lege es mal, kann man es, Moment, muss man einmal hier mich wieder dran gewöhnen, wo man Sachen sieht. So, ja, hier kann man es gut sehen. Wir legen los mit dem Grundkarton für diese Verpackung. Und zwar ist das ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß. Ich habe den extra starken genommen, damit es auch schön Stabilität hat, weil sonst wabbelt es so vor sich hin. Und das hat das Maß 10,5 cm an der kurzen Seite und 23 cm an der langen Seite. Ich habe das schon ausgemessen, das heißt, ich muss jetzt nur noch falzen. Dafür nehme ich meine Papierschneidemaschine, das Ding, was ja zeitgleich schneiden und falzen kann. Und falze das Ganze einmal bei 10,5 cm an der langen Seite. Und nochmal bei 12,5 cm an der langen Seite. Ich bin in letzter Zeit oft gefragt worden beim Workshop, was heißt denn eigentlich an der langen und an der kurzen Seite? An der langen Seite heißt, die lange Seite liegt oben an und an der kurzen heißt, die kurze Seite liegt oben an. Oder unten, je nachdem, wie du den Papierschneider benutzt. Manche benutzen den auch unten, also von daher, da wo es anliegt, diese Seite ist mit lange oder kurze Seite gemeint. So, das war's schon mit dem Grundkarton. Du siehst, das Gerüst ist wirklich nicht kompliziert. Und jetzt nehmen wir uns unser selbstgestempeltes Designerpapier. Da brauchen wir insgesamt 1, 2, 3, 4, warte mal, 1, 2, 3, 4, genau, 6 Stücke raus. Das heißt, so,
Ich habe nämlich insgesamt noch zwei vom Rest übrig. Deswegen schau vielleicht wirklich mal vorher in die anderen Videos, damit du da jetzt nichts doof verschneidest. Wir brauchen da 6 Stücke raus. Die sind 9,5 cm breit. Das ist bei diesem hier, was ich aus der Karte übrig hatte, schon der Fall. Ja? Das benutze ich auch direkt wieder und nehme mir ein Stück mit 9,5 mal 9,5 cm, also ein quadratisches. Und danach schneide ich wie der Metzger noch ein weiteres runter. Und zwar ist es ganz schmal. Es hat nur einen, oh, mal eben gucken, dass es richtig anliegt, hat nur einen Zentimeter. Und davon brauche ich noch ein zweites. Das hat auch nur einen Zentimeter. So, zack. So, die gut aufbewahren. Aha. Und mit dem anderen Stück, was ich noch übrig habe, mache ich den Rest. Da messe ich mir auch einmal, wichtig, 9,5 ab. Mal eben gucken, welche Seite ich besser finde. Oh, hier ist ein Kleberest. No, ist nur ein Kleberest. Welche Seite finde ich denn besser zum Abschneiden? Ach, ich glaube, so finde ich es gut. So, 9,5. Dann habe ich wieder das gleiche Stückchen hier. Ne? Also ich habe das DIN A4-Papier einmal an der kurzen Seite oben angelegt. 9,5, 9,5. Und jetzt kann ich es wieder so rumdrehen und mir nochmal 9,5 Stücke da rausschneiden. Und zwar einmal. So, zweimal. Und dreimal. Und da geht dann nur noch so ein kleines Stückchen von ab. Wenn du jetzt dieses Stückchen nehmen möchtest, könntest du jetzt auch noch mal auf 1 cm ein, aber ist Quatsch. Das ist also, ne, guck mal hier, das ist quasi der, das und das und das. Ist der einzige Rest, den man dabei rausbekommt. Finde ich schon super. Mag das immer, wenn DIN A4-Karton optimal ausgenutzt ist, ja. Mehr Rest hast du nicht, also benutzt du, wenn du zum Beispiel Designerpapier nimmst, was du nicht selber gestempelt hast, brauchst du quasi einmal DIN A4 und dann hast du das. So, das war jetzt kompliziertes Schneiden, deswegen sage ich jetzt einmal nochmal, was ich hier für Stücke habe. Also ich habe 4 Stücke, in meinem Fall selbst gestempeltes Designerpapier in 9,5 x 9,5 cm und 2 Stücke in 9,5 x 1 cm. So, und die brauchen wir jetzt, um diese Box zu verkleiden. Jetzt überlege ich gerade, der Papierschneider, ne, macht kurz Pause, ich brauche ihn später nochmal. Und was ich jetzt mache ist, das kann ich auch schon tun, weil ihr seht, ich habe das hier so beklebt. Ihr könnt es auch unten drunter machen. Ja, das ist. Aber wisst ihr was? Ich mache mal eine Box so und eine Box so, glaube ich. Wobei, nee, ich will ja, dass man es hier oben sieht. Ah, kurz überlegen. Doch, ich mache eine Box so und eine Box so. Okay, mein innerer Konflikt ist beseitigt. Was ich jetzt mache, ich falze als erstes. Also falte dieses Stück so. Gefalzt habe ich schon. Ich falte es so. Einmal zum Berg hindurch. So, und dann habe ich hier, ne, sowas. Das ist das Grundkonstrukt der ganzen Sache. Und dann kann ich anfangen, mein selbst gestempeltes Designerpapier mit Flüssigkleber da drauf zu kleben. Achtung, bis auf die Rückseite. Alles andere kleben wir jetzt schon mal fest. Vielleicht lasse ich euch die Musik dazu laufen. Ich muss mal überlegen, je nachdem, wie lange das jetzt dauert. Meistens sehe ich das immer erst beim Schneiden, wie lange das wirklich gedauert hat. Manchmal ist es auch nur ganz kurz. Dann lohnt sich das gar nicht. So, jetzt entscheide ich mal einmal kurz, welches Stückchen für mich nach vorne kommt, weil es wird ja relativ viel dekoriert. Also kann ich da ein recht kahles Stück, sag ich mal, nehmen. Das ist mir zu kahl. Das kommt vielleicht nach innen oder wo es keiner sieht. So, ja, ich nehme, glaube ich, das oder das. Oder, nee, dieses. Ja, das nehme ich. So, das kommt vorne drauf. Je nachdem, wie ihr das Designerpapier bestempelt habt, ne, gibt es dann jetzt unterschiedliche Stücke, die ihr wo, wann, das müsst ihr einfach so entscheiden, wie das euch gut passt. So, ich überlege gerade, ob ich mir die Rückseite irgendwie markiere, damit ich jetzt gleich nicht vergesse, dass ich das nicht machen wollte. Das passiert mir nämlich ganz häufig, dass ich sage, oh je, und da bitte noch nicht kleben. Und dann bin ich so im Flow und dann klebe ich es auf und denke, scheiße. Ne, so. Wenn euch das hilft, könnt ihr euch, ah, so ein bisschen hier, so, ne, so ein kleines Kreuzchen drauf machen, dass ihr nicht, ah, das muss ich nicht hier kleben jetzt. So, dann kommt das schmale Stück hier mit dem 1 cm auf dieses, ja, das Mittelding, das Teil hier. Ihr seht auch, das ist mit Absicht ein breiter Rand gelassen, weil ich das ganz schön fand, dass man wirklich ein bisschen was von dem Weiß sieht. Da muss man allerdings dann immer so ein bisschen gucken, so, ob es dann wirklich gerade ist. So, das klebe ich noch nicht auf, habe ich gesagt. Dann gehe ich jetzt nach innen. Und da das gleiche Spiel, ne, da klebe ich jetzt auch einfach mit Flüssigkleber hier meine Stückchen drauf. Da mache ich jetzt mit Absicht zum Beispiel die Blumen nach oben, weil ich hinterher weiß, hier kommt dieses Fach hin für die Schokolade. Das heißt, das sieht hier eh kein Mensch.
Und dann klebe ich mir die jetzt mit Absicht nach oben. So könnt ihr euer selbstgestempeltes Papier wirklich optimal ausnutzen. Es ist wirklich schön geworden. Ich gucke ja jetzt wirklich nach Monaten wieder drauf. Muss man ja wirklich mal so sagen. Aber gefällt mir nach wie vor. Kann ich nach wie vor zustehen zu dem Projekt. So, dann kommt hier auch wieder dieses Mittelstückchen hin. Ne? Achtet da auch wieder auf den Abstand. Also es sind ungefähr, ich glaube, 0,5, nee, nicht sogar ziemlich genau, 0,5 cm zu jeder Seite, ne? So ein bisschen Orientierung hat. Ne? Hier sieht man das, ne? Das ist relativ genau jetzt mittig. Aber ich bin ja nicht päpstlicher als der Papst, das wisst ihr auch bei solchen Sachen. So, hier packe ich da, glaube ich, das hin, weil da ja auch das T-Fach hinter und das kommt dann nach hinten. So. Ja, brauche ich keinen Zeitraffer machen, das geht relativ zügig jetzt. Das Gute ist, ich habe das Papier ja schon in einem anderen Video bestempelt. Mit Absicht gemacht, damit wenn ihr jetzt normales Designerpapier nehmen möchtet, ne, also das schon fertig gedruckte, das fertig gekaufte, so, dass ihr euch das dann hier nicht nochmal reinziehen müsst. So, das ist jetzt innen, das ist außen und vorne und das hier wird jetzt hinten. Da habe ich jetzt das Kreuz drauf gemacht, damit ich jetzt nicht vergesse, dass ich da noch nicht kleben darf. Und zwar kümmere ich mich da vorher um den Verschluss. Guck mal, es hat auch was Positives. Die, die das letzte Video gesehen haben, werden wissen, dass mir letztes Mal hier dieses Band ausgegangen ist. Es ist jetzt leider, glaube ich, aus dem Katalog rausge... Oder? Nee, es ist, glaube ich, sogar noch... Ist es noch drin? Ist es raus? Ist es drin? Eieiei. Augenblick. Da habe ich gerade selber Klärungsbedarf. Meistens sind ja diese In-Color-Produkte die Produkte, die dann rausfliegen. Ich gucke es nochmal. Nee, jetzt interessiert es mich. Es tut mir leid, jetzt interessiert es mich. So. So, Bänder, aber ich bin ja relativ schnell da in meinem Katalog, ne? Ne, ist raus. Ich nehme mal da. Und doch, ist doch noch drin. Da ist es. So, hier. Auf Seite 146 im Katalog. Da, in Lodengrün. Ist noch da. So, ist noch da. Ich muss nicht das schangelige Band vom letzten Mal nehmen. Das heißt, schangelig war es nicht, aber es passt halt nicht so gut. So, und jetzt geht es um den Verschluss. Der Verschluss ist wirklich easy as hell. Also wirklich... Komplett pipi einfach. Ja. Später wird das hier so drum gelegt, dieses Band. So, und hier kann man es dann zuknoten. Jetzt müsst ihr berücksichtigen, da ist jetzt ein bisschen Platz zwischen. Ne, so später, ne, sowas in der Richtung. Und so legt ihr euch das da drum. Dann sieht man ja jetzt hier hinten, ne, jetzt liegt es hier blank. Bei dieser Verpackung habe ich es so gemacht, dass ich zum Schluss hinten drauf geklebt. Es geht auch, dann sieht man es halt. Aber es hält besser, wenn ich es jetzt drauf klebe. Und dann das machen. Es ist nämlich hinten wenigstens fixiert. Und das will ich jetzt machen. Und zwar nehme ich mir dafür einmal unser Abreißklebeband. Das finde ich fürs Kleben von, also fürs Aufkleben von anderen Bändern am besten. Ich weiß nicht, wer von euch schon Erfahrung gesammelt hat mit dem Abreißklebeband. Aber ich bin wirklich ein absoluter Fan davon. Ich finde es ganz großartig. Ist für mich für Verpackungen oder für Sachen, die wirklich richtig, richtig, richtig feste halten sollen, das beste Klebemittel. Und ich finde es auch, muss ich sagen, ein bisschen günstiger natürlich als der Stampin' Seal Plus, ne? Oder Flink und Fest Plus. Der ginge ja auch, aber da muss ich sagen, der ist im Vergleich nicht so günstig. Das Abreißklebeband ist jetzt auch nicht billig, aber es soll ja auch nicht billig sein, sondern höchstens preiswert, ne? Das ist ein Unterschied. So, ne? Also alle Stampin' Up, langjährigen Stampin' Up Benutzer erkennen den Witz dahinter. So, und das klebe ich mir jetzt so drauf. Und das hält jetzt auch fest. Und zusätzlich, ne, fixiere ich mir das jetzt nochmal, dadurch, dass ich ja jetzt hier das Papier drauf klebe, ne? So. Zack. Oh, guck mal, hier passt es sogar noch. Das ist ja schön. Ha. Also hier, ne? Passt sogar noch. So, und das klebt jetzt drauf. Theoretisch könntet ihr das auch vorne machen, aber dann sieht man hier vorne das Band nicht mehr drauf. Das wollte ich jetzt gerade nicht, weil ich mag, dass das Band so ein bisschen noch Kontrast gibt. Durch diese dunkle Farbe, ne, durch das Lodengrün. So, das gefiel mir gut. Jetzt habe ich hinten auch fertig und der Verschluss ist im Grunde auch schon angebracht. Ach so, wie lang ist dieses Band? Das ist vielleicht noch eine Frage. Muss man einmal gucken. Mein Brett, ich glaube, das ist... Mein Brett ist, glaube ich, 80 cm. Ich denke, dann hat das so ungefähr zwischen 50 und 60 cm das Band. Ist also relativ viel. Ihr tut euch einen Gefallen, wenn ihr einfach die Rolle nehmt, das einmal so hinlegt und dann schneidet ihr das einfach ab. Weil dann seht ihr optisch genau, ne, wie lang das sein muss. Dann müsst ihr nicht irgendwie komisch messen. So, Außenhülle ist quasi erledigt. Ich mache ja wie immer, ihr wisst das, ne, erst die grobe Arbeit und dann das kleinteilige Zeug. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Füllung, also dieses innen drin, diese Vorrichtungen, damit die Füllung da drin auch hält. So, da habe ich
Lege ich mal kurz hier oben beiseite. Brauchen wir ja später wieder. So, den machen wir zu. Habe ich für euch 2 Stückchen Farbkarton. Auch wieder in Grundweiß. Ein kleines und ein großes. Und da brauche ich jetzt nochmal meine Papierschneidemaschine. So. Und zwar habe ich 2 Stücke. Das eine Stückchen ist für die Schokolade, das andere Stückchen ist für den Tee. Ja, das größere Stückchen für die Schokolade, das nehme ich mir jetzt. Das hat das Maß, ups, schmeiß um, 13 cm mal 6 cm, ja, 13 und 6. Und das falzen wir uns jetzt. Und zwar, Achtung, nicht komplett rum, sondern nur an 3 Seiten, weil oben wird ja was reingesteckt. Ne? Es steckt einfach nur drin, es ist nicht verschlossen. So, ganz wichtig. Und zwar falzen wir das jetzt, ich muss einmal gucken, auf meinen schlauen Zettel. Rechts und links, das ist unterschiedlich, rechts und links falzen wir es einmal bei 1,5 cm und bei 2,5 cm, also jeweils an der langen Seite, rechts und links. Ich mache das auch so, damit man sich nicht noch mehr komplizierte Maße merken muss. Das ist hier also nochmal umgedreht 1,5 und 2,5 cm. Und dann brauchen wir noch das unten. Und unten wird einmal gefalzt bei 1 cm und bei 2. 1 cm. Ist richtig? Doch, 1 und 2. Doch, doch, das stimmt. So, ich hoffe, das stimmt. Müssen wir einmal gerade überprüfen. Was sieht mir so groß aus? Beziehungsweise das Stückchen, was hier in der Mitte übrig bleibt, zu klein. Nö, stimmt aber. Alles gut. So, ich würde sagen, sieht komisch aus, aber stimmt. So, dann ist dieses Stückchen, ich muss mal einmal gerade gucken. Doch, man kann es, es ist genug Licht da. Man kann es erkennen. Oh, guck mal, ich habe mich schon wieder eingesaut. Ich weiß gar nicht, wo. Naja, egal. Also, man kann es so erkennen. Ne? Das zweite Stückchen, das falzen wir uns direkt mit, weil wir jetzt gerade die Papierschneidemaschine draußen haben, auf eine ähnliche Weise. Das zweite Stückchen hat auch 6 cm. So, 6 cm mal 9 cm. Und das falzen wir ein bisschen anders, weil der Tee ist ja nicht ganz so dick wie die Schokolade. Da brauchen wir ein bisschen weniger. Und da falzen wir wirklich an allen 3 Seiten gleich, aber auch nicht hier oben, ne? Nur an 3 Seiten. Okay, und zwar einmal bei 1 cm und dann nochmal bei 1,5 cm. Dieses zweite Falz, es ist wirklich sehr klein, es ist richtig so. Es ist sehr klein, es ist richtig so, der Tee ist wirklich so schmal, dass das funktioniert. So, jetzt bin ich ja schon einmal rum gegangen, ne? Und hier jetzt ein drittes Mal auch noch bei 1 und bei, na, und bei 1,5 cm. So, kann man, glaube ich, mal gucken. Ja, kann man auch sehen. Ich kann ja immer hier oben, also nicht hier, reingucken. So, damit man das auch sieht. Ja, sieht man. Genau, ist gefalzt. So funktioniert es. Zusätzlich, ihr habt jetzt wahrscheinlich die Schneidemaschine noch draußen, weil ihr noch nicht wisst, was euch erwartet. Zusätzlich habe ich hier noch ein bisschen Designerpapier. Guck mal, ist ganz wenig. So, ganz, ganz wenig. Und zwar ist das, oh je, Landblüten. Ich glaube, es heißt Landblüten. Doch, ich glaube, es heißt Landblüten. Ich gucke es aber nochmal nach. Ist nichts weit weg im Bastelzimmer. Ihr wisst es, nichts ist wirklich weit weg. Ja, hier ist es schon. Land und Liebe. Entschuldigung. Land und Liebe ist richtig. Ne? Hier, so, für die, ne? Die jetzt gerade, Land und Liebe, was ist denn? Ne? Hier, Land und Liebe. Ganz viele Holzmotive im Hintergrund, ist im Grunde egal, welches ihr aussucht, sag ich mal. Ne? Ich habe jetzt dieses hier, das sieht man hier noch so ein bisschen, dieses hier, das geht jedes eigentlich da draußen. Das sind die Holzmotive. Ganz lieben Gruß an dich, Magda, die das Holzpapier so schön findet. So, das weiß ich. Ein ganz, ganz liebes Teammitglied. So, von mir die Magda, die das so schön findet mit dem Holzpapier. So. Und da habe ich einmal 2 Stücke für euch, die sind später zum Draufkleben. Doch, sage ich an der Stelle, weil jetzt kommen die auch drauf. Aber Papierschneidermaschine packe ich jetzt weg, glaube ich, ne? Ja, packe ich weg. Habe alles gefalzt, was zu falzen war. Und zwar... Oh, Entschuldigung, ich muss da hier... So, einmal wieder aufhängen. So. Und zwar habe ich hier ein kleineres Stückchen Designerpapier. Das hat das Maß 4 mal 5,5 cm. Das kommt jetzt hier vorne auf das T-Ding drauf. Wenn ihr euch das nicht zutraut, es erst zu kleben und dann zu schneiden, dann wartet einen Moment und klebt es später drauf. Aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, die Verpackung. Da habe ich jetzt keine Angst, mich zu verschneiden. So.
Aber wenn ihr es das erste Mal macht, ne, das ist, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man das zum ersten Mal macht. Geht mir ja auch so, ne? So, und das habe ich einmal hier drauf geklebt. Und das zweite Stückchen, was ich habe, das ist 3,5 mal 7,5 cm. Wundert euch nicht, es ist Absicht. Es kommen ja unterschiedliche Dinge in die Fächer, deswegen haben die auch unterschiedliches Maß. Aber es ist so gemacht, dass hier, und das, mal gucken, ob man das, ne, ich halte es euch gleich mal rein. Das ist mit Absicht so gemacht, dass hier bei diesem vorderen Feld, wo das dann hinterher drauf gibt, seht ihr, ne? Genau, dass da überall der gleiche Abstand ist. Das ist, ne, ich glaube, ein Viertelzentimeter dann, ne? Sagt man nicht ein Viertelzentimeter, sagt man nur mit Inch, aber das ist dieser Standardabstand, wenn man, ihr wisst das. So, und jetzt nehme ich meine Schere und jetzt geht es darum, das einmal vernünftig einzuschneiden. Und zwar, ich male es vielleicht auch drauf, weil es ist ja weißes Papier. Ihr schneidet euch als erstes eine Treppenstufe hier rein. So, und zwar die, ne, hier. So, ist am einfachsten zu merken, ne? Das kommt ab. Und hier ist es genau das gleiche, aber da ist die zweite Treppenstufe deutlich kleiner. So, dann könnt ihr einmal sehen, was ich meine mit der Treppenstufe. Also es ist hier unten eingeschnitten. Moment, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Doch, ist es richtig? Warte kurz. Doch, ist richtig. Bevor ich jetzt zu viel abschneide, habe ich kurz überlegt. So, nein, ist richtig. Also so, es wird hier abgeschnitten. An der 1, an der zweiten Falzlinie von unten oder an der ersten von unten, je nachdem, wie ihr es haltet. Dann wird hier nochmal ein Stückchen abgeschnitten. So. Und dann wird dieses kleine Quadrat, was hier unten ist, auch noch abgeschnitten. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ich muss da mal so ein bisschen überlegen, weil das sind ja diese halb geöffneten Verpackungen. Das heißt, es ist anders, als man es normalerweise macht, wenn man eine Verpackung verschließen will. Würde euch im ersten Moment komisch vorkommen, ist aber die Wahrheit. Ist so, ist richtig. Ist richtig. So, und dann schneiden wir noch hier unten ein. Einmal hier. Nur eine oh, hier so, doch, sieht man. Nur eine Kreuzung. Und hier auch. Nur eine Kreuzung. So, genau das Gleiche. Jetzt einmal hier meinen Müll. Ja. Genau das Gleiche mache ich jetzt hier bei dem kleinen Stückchen auch nochmal. Ich gehe von unten rein. Eine Kreuzung von der Seite rein. Zwei Kreuzungen, mach mir hier die Treppenstufe mit dem Stück, ne? Dass es hinterher so aussieht. Auf der anderen Seite auch nochmal genau das gleiche. Ne? So. Auch eine nagelneue Stampin'-Up-Schere, ne? Das merkt man sofort. Ne? Die ist so scharf, wenn die neu waren. Sind, ne? Ganz toll. Ich liebe diese Schere. Habe ich letztens auch mal gemacht auf dem Instagram-Kanal. Das Format läuft noch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist so informativ. Es ist ausnahmsweise mal Info, die darüber kommt. Bei der Tooltime, da stelle ich nämlich unterschiedliche Tools vor, die man so hat. Unter anderem eben diese Schere. Die ist wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Und dann aber auch umgehen damit, wie mit dem Heiligen Gral, weil sonst bleibt sie nicht scharf. Ne? Nur Papier mitschneiden. So, habe ich fertig und dann zeige ich euch einmal, wie das gefaltet wird. Ihr könnt es euch schon denken, ne? Immer zum Berg hin, alle Falzlinien, die ihr seht, gibt keine Ausnahmen hier. So, zack, zack, zack und zack. Na, wenn man das alles hat, ergibt sich hier so ein Täschchen raus. Na? So, so ein Täschchen. Und da kommt später die Schoki rein. So ist das. Beim Teebeutel ist es genau das gleiche. Doch einmal. Oh, habe ich hier nicht. Doch, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht eingeschnitten. Doch, habe ich doch gemacht. So. Zack. Zack. Und hier unten auch nochmal. So. Das System genau das gleiche. Ne? Wenn all diese. So ist richtig. System genau das gleiche. Ne? Wenn das hier so zusammengefaltet wird, dann ergibt sich daraus das Täschchen. So. Wenn ihr merkt, das hackelt ein bisschen, dann schrägt euch das hier unten. Das mache ich jetzt auch noch. Ups. Ich lasse ihn jetzt einfach liegen. Ne? Dann schrägt euch das hier ein bisschen an. Ich merke, bei mir hackelt das ein bisschen. Habe ich nicht ganz gerade geschnitten, glaube ich, vorhin. Dann ist es ein bisschen einfacher, dass es passt. Hier unten mache ich das jetzt auch noch mal kurz. Also wenn ihr was anschrägen möchtet, dann schrägt hier das hier an. Na, dann ist das gleich ein bisschen gefälliger. Dann sagt ihr dem Papier schon, was es gleich tun soll.
So, und wenn wir das haben, dann kann ich das mit Abreißklebeband in meiner Verpackung befestigen. Nochmal überprüfen, wo es oben, wo es unten. Hier ist unten, da ist oben. So, bevor es hinterher falsch rum drin ist. Und dafür nehme ich jetzt auch nochmal Abreißklebeband. Ich möchte ja, dass das hält. Ne? Und mir persönlich reichen jetzt 3 Streifen. Das habe ich bei allen Wohlfühlboxen so gemacht, die ich gebastelt habe. Bei jeder sind es nur 3 Streifen. Aber wenn euch das zu wenig ist und ihr das gerne fester aufkleben wollt, dann nehmt ruhig mehr Streifen. Aber die reichen eigentlich. Und zwar mache ich die nur auf diese äußeren Flügel, die dann letzten Endes auch wirklich in der Verpackung drin sind. Das heißt, die hier, die kleinen, die spare ich mir tatsächlich. Und klebe das gleich so zusammen. Jetzt ziehe ich als erstes diese hier ab, diese hier, die seitlichen. Und die. So. Und schaue, ich lege es mir dafür hin, dass das akkurat zusammenklebt. Jetzt kann ich mit dem Finger auch praktischerweise hier nochmal reingehen und es auch nochmal festdrücken. So. Und dann mache ich Trick 17. Ich habe jetzt nicht noch mehr Messies, so, deswegen muss ich hier die kurz rausnehmen. Ja. Trick 17, um zu gucken, wo es hingehört. Ne, um zu gucken, wo es hingehört, guck doch mal, ne, dass man die hier einmal hinlegt. Weil dann kann man nämlich sehen, aha, hier unten wäre eine gute Stelle. Und da kommt es dann später hin. Jetzt ziehe ich mir den letzten Streifen hier unten auch nochmal ab. So, wenn ihr jetzt keine Messies zu Hause habt, die später besorgen wollt dafür, ne, dann... Ich würde sagen, es ist so ein knapper Zentimeter vom unteren Rand und jeweils von den Seiten, was ich jetzt hier aufklebe. Und jetzt kann ich hier auch nochmal mit dem Finger rein, kann das nochmal festkleben. Und wenn ich die jetzt hier reinschmeiße, dann sehe ich, das passt halt genau. Hier oben ist auch genauso viel Platz. Das passt für mich gut. So, der Tee... Hier wieder gleiches Prinzip. Ne? Ich nehme wieder auch nur 3 Streifen. Reicht für mich völlig hier an diesen Flächen. So, die auch wirklich auf die Verpackung aufgeklebt werden. So, noch einer unten. Oh, der könnte ein bisschen lang gewesen sein. Dann gucken wir mal. Ah, ne, passt noch. So. Und hier mache ich jetzt wieder das Gleiche. Ich ziehe das Abreißklebeband eben von den Seiten ab. Na, wenn es dann will. So. Leg's mir hin. Baue mir hier schon mal mein Häuschen und hier hackt es noch. So, jetzt. So. Kann auch hier, muss man einen kleinen Finger nehmen, um das nochmal festzudrücken hier. So. So, und dann ziehe ich mir hier wie unten auch wieder ab. Zum Schluss habe dann hier die 3 Klebeflächen. Und kann dann auch mit dem Tee quasi wieder gucken. So, wenn der mittig sein soll, ungefähr hier. Mein Tipp, ich ziehe den immer so ein bisschen raus hinterher, damit man auch sieht, was das ist. Ne? Kommt dann ungefähr hier hin. Für mich. So, dann klebt er einmal fest. Und wenn ihr den Tee dann jetzt einmal kurz da reinsteckt, dann könnt ihr mit dem Tee zusammen das quasi andrücken, ohne dass sich das jetzt groß hier... Ne? zusammendrückt. Und dann habt ihr beide Fächer fertig. So, technisch war es das jetzt an der Stelle. Jetzt gehen wir an die Dekoration. Und für die Dekoration habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich zeige euch natürlich, mit welchen Sachen ich jetzt hier gearbeitet habe. Als erstes brauche ich ein Stückchen grundweißen Farbkarton. Ich habe jetzt hier mal so einen Rest, weil ich brauche jetzt nicht mehr viel, was ich noch stempeln muss. So. Ein Stückchen Karton und ich habe jetzt hier einmal das Stempelset Dahlia Days. Das habe ich beim letzten Mal ja schon benutzt. Aber hier habe ich noch so ein Gitter drin. Das ist auch sehr schön. Ich bin ein bisschen traurig, dass das den Katalog verlässt, muss ich sagen. Das ist sehr schade. War ein sehr schönes Set. So, mochte ich. Und diesen Stempel hier brauchen wir auch noch. Na komm. So, und wo ist er? Der. Mhm.
passt der da? Ach nee, der passt da gar nicht. Der passt da gar nicht drauf. Muss ich was Größeres haben? Nicht schlimm. Ist ja nicht so, als hätten wir keinen größeren Stempelblock, ne? Klack. So. Jetzt sind sie alle auf Blöcke gezogen, die ich brauchte. Und jetzt nehme ich mir einmal mein Stempelkissen in Blutorange. Und in Blutorange, ist schon ein bisschen leer, das muss ich dringend mal nachfüllen. Schreibe ich mir gleich auf die Liste für nach dem Video Stempelkissen nach dem Oje. Ich hoffe, es gibt Nord ab. So feste müsst ihr normalerweise übrigens nicht in ein Stempelkissen gehen. Nur wenn das wirklich schon quasi leer ist. Es hat geklingelt. Ich muss mal kurz zur Tür. Augenblick. So, bin wieder zurück. So. Eine Dahlia, die ist ein bisschen weit an den Rand geraten. Ich hoffe, es passt jetzt gleich mit dem Ausstanzen. Und dann habe ich hier noch mein Stempelkissen in Lindgrün. Da stempel ich mir hier das kleine Blümchen. Das brauche ich auch noch einmal. Zack. Und dann habe ich für euch heute diesen großen Spruch hier. Dieses schöne, ich zeige es nochmal, dieses schöne Fenster habe ich hier einmal. Es ist so traumhaft. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich das gemacht habe. Ihr seht, das ist in unterschiedlichen Farben gemacht. Dafür, das mache ich mir erstmal wieder zu, weil sonst, ich kenne mich ja, ne? So. Sonst passiert ein Unglück. So, dafür habe ich mir die Stampin' Write Marker mitgebracht. Oh, na komm. Hinten. So, die Stampin' Write Marker. Und zwar sind die dafür geeignet, diese Stempel einzufärben. Genauso gut wie die Stempelkissen. Der Look ist ein bisschen anderer, weil ihr habt das ja angemalt und nicht gleichmäßig auf das Stempelkissen gedrückt. Das heißt, man sieht immer einen Unterschied im Stempelbild. Aber es ist sehr, sehr schön. Man kann es ganz toll machen und so eben diesen Effekt hervorrufen, den ich da haben wollte. Und zwar nehme ich mir jetzt als erstes den in Blutorange und mache das jetzt mal ein bisschen in die Kamera halten. Ne? So. Mache das jetzt so, dass ich hier diesen Stempel, das ist übrigens auch wesentlich voller als mein Stempelkissen, muss man auch mal ehrlicherweise so sagen. Ne? So. Dass ich mir hier diese Dahlia in der Mitte anmale. Wenn ihr jetzt mit dem Stemperatus arbeitet, ne, könntet ihr das auch nacheinander wegmachen. Hatte ich jetzt aber keine große Lust, ich hätte keine großen Ambitionen, das jetzt mit dem Stemperatus extra zu machen. Deswegen mache ich das jetzt hier so. Habe ich jetzt diese drei Blüten zielen, so durch die Scheibe hier, so in Blutorange angemalt. Dann habe ich einmal hier meine Farngrün. Damit werde ich hier die Blätter, die außen sind, die werde ich damit anmalen. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht hier mit in die andere Tinte reingeht. So. Hier ist noch ein bisschen. So. Farbe 2 und Farbe 3 ist schwarz. In schwarz wollte ich ganz gern hier den Rahmen haben. Also der schwarze Stampin' Write Marker, finde ich, ist aus keinem Bastelzimmer wegzudenken. Genau für diese Sachen. Wenn ihr am Anfang zum Beispiel ungern ein schwarzes Stempelkissen möchtet, dann könnt ihr einfach den nehmen und damit eure Stempel einfärben. So, jetzt habt ihr das einmal gesehen. Was ich jetzt noch machen muss, ich muss es anhauchen, damit ich die Farbe wieder ein bisschen feuchter bekomme. Die trocknet jetzt schon ein bisschen. Einmal ruhig ganz kräftig und dann schnellstmöglich einmal abstempeln. So, und so sieht es dann aus. Ne? Ihr seht es vom Look ein bisschen anders, ne? Aber so ist es bunt. Und das wollte ich gerne so haben. Also, so funktioniert es. Mit den Stampin' Write Markern kann man genau sowas machen. Was ich jetzt gleich noch brauche, ist, ich habe mir hier schon einen Spruch gestempelt und ich habe auch schon ein paar andere Dinge fertig gemacht, damit es jetzt gleich für euch nicht so lange dauert, wie ich das ausstanze. Aber ich wollte ja, dass ihr nochmal sehen könnt, welche Farben ich da benutzt habe. Das ist ja immer wichtig. Und um das alles auszustanzen, habe ich jetzt hier einmal noch die Stanzform Dahlien für euch.
So, da brauche ich einmal das, einmal das und einmal das. Zack. Die Blätter in Farngrün, die hatte ich übrigens schon fertig. Da habe ich schon 3 Stück von. Da brauche ich jetzt nicht noch eins. Aber das habe ich in Farngrün gestempelt. Das seht ihr auch im Video zur Karte. Jetzt nehme ich mir einmal hier meine kleine Maschine. Achso, ich muss das vorher durchschneiden, damit das passt. So. Aber hier, also ihr könntet das jetzt auch ein bisschen breiter ausschneiden, ordentlich. Ne? Aber es gibt dafür eine Stanzform, also was soll's. Ne? So, jetzt muss ich hier mal einmal wieder suchen, wo die... Oh, guck mal, auf Anhieb. Guck mal, man lernt ja doch. Ne? Man lernt da doch aus. So, da stanze ich mir jetzt einmal hier mit meinem Maschinchen aus. Wenn ihr übrigens mal geschaut habt, es gibt jetzt auch Produktpakete mit den Stanzmaschinen zusammen, ganz hinten im neuen Jahreskatalog. Das ist ganz interessant für die von euch, die überlegen, ob sie nicht doch mal so eine kleine Stanzmaschine haben wollen. Finde ich nämlich nicht nur zum Ausprobieren von dem ganzen Stanzthema gut, weil wenn ihr mal schaut, es gibt wirklich unglaublich viele Stanzformen, die auch in die kleine Maschine passen, kann man ein bisschen Geld sparen. Sondern eignet sich auch für andere Sachen wirklich hervorragend. So, das hätte ich fertig. Und dann brauche ich jetzt hier noch das Etikett. Und da seht ihr, die Stanzform passt genau dazu. So. So in etwa müsste das sein. Das sieht so schief aus hier an der Seite, deswegen bin ich gerade etwas irritiert. Aber ich glaube, das ist richtig. Das ist ja hier nichts für mich mit meinen Wurstfingern, ne? Das ist nichts. Gott, was freue ich mich auf diese kleine Magnetplatte. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, naja, so in etwa. So in etwa wird es wohl stimmen. So. Aber keine Wissenschaft draus machen jetzt. Ich sehe mich das gleich schon nachkürzen. So. Aber guck, hier stimmt's. Hier ist richtig. Teilweise zu wenig sogar, ne? Naja. Mache, ist mich, kürze mir das jetzt so, wie ich das für richtig halte. Ich glaube, ich habe einfach, als ich es gestempelt habe, beziehungsweise beim Anmalen wahrscheinlich schon nicht ordentlich. So, jetzt gleiche ich das einfach so ein bisschen aus und jetzt sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. So. Einmal Grundkurs tricksen, Teil 2,5. So, jetzt muss da noch ein Spruch rein. Ich hatte mich letztes Mal dafür entschieden, mache ich auch jetzt nochmal. To an amazing woman. Guck mal, sieht man auch noch. Bin ich nicht sauber gemacht. Ich ferkel noch manchmal. Sowas. Und dafür brauche ich jetzt einmal mein schwarzes Stempelkissen. Und damit stempel ich mir den Spruch da jetzt rein. Ist relativ gerade, glaube ich. Das Moment. Boah. So müsste es gehen. Jo, ist gerade. Spruch ist drin. Jetzt habe ich hier noch ein paar andere Sachen. Die habe ich, wie gesagt, schon fertig ausgestanzt, damit ihr da jetzt nicht komplett bei zugucken müsst. Das zieht so ein Video immer so unnötig in die Länge. Aber das hier habe ich vergessen. Den muss ich noch kurz ausschneiden. Der kommt nämlich vorne drauf, der Spruch. You are beyond incredible. Bin ich aber relativ schnell mit fertig. Hier kann ich nochmal den Tipp geben, wenn ihr das machen möchtet. Mit diesem Fuzzy Cutting, so nennt sich das auf Englisch, habe ich gelernt. Bei der letzten On-Tour. Oder ne, On-Stage war es, glaube ich. Dann bewegt immer das Papier und nicht die Schere. Weil dann kommt ihr da relativ zügig mit durch. Auch hier unten übrigens, ne, bei diesen Sprüchen, es ist überhaupt nicht wichtig, ob da exakt die Unterlänge von dem L mitgenommen wird, sondern es ist einfach nur wichtig, dass da unten ein paar Wellen sind. So genau guckt kein Mensch hin. So, und dann haben wir jetzt alles beisammen, was wir brauchen und können mit der Dekoration anfangen. Ich glaube, ich fange einfach außen an, weil ich jetzt gerade eh einmal da bin. Ich habe dafür noch ein Stückchen Designerpapier und zwar ist das Pergamentpapier für Lagendesigns. Ich habe das auch nochmal einmal hier. Das wird immer grausiger, während ich so ein Video mache. Ne? So, Gott sei Dank seht ihr den Rest vom Tisch nicht. So,
das Pergamentpapier für Lagendesigns, ist ja Gott sei Dank übernommen worden in den neuen Jahreshauptkatalog. Finde ich ganz, ganz toll nach wie vor. Und das könnt ihr dafür benutzen zum Ausstanzen. Jetzt muss Judith einmal kurz weinen, weil was nämlich nicht übernommen worden ist. In den neuen Katalog. Okay. Sind meine Lieblingsstanzformen so hübsch bestickt. Was schon arg traurig für mich ist. Da benutze ich ja wirklich ständig. Ihr wisst, dass ich liebe die. Aber gut, ich werde sie trotzdem behalten. Sie sind ja jetzt nicht verboten, nur weil sie nicht mehr im Katalog vorkommen. Aber als Tipp, was ihr stattdessen nehmen könnt, es gibt ganz, ganz tolle Stanzformen. Oh, Moment, ja, der... oh Gott. Dekorative... Ich muss es nachgucken, meine Güte. Das sind die Stanzformen, die dabei waren im Set, bei dem Set konturiert und koloriert. So, jetzt gucke ich es nach. Zweimal nachgucken, ne? Fürchterlich. Bestickte Rechtecke gehen übrigens auch. Nebenher bestickte Rechtecke und wo sind sie denn? Wo sind sie? Hier. Gewählte Konturen, so heißen sie richtig. Gewählte Konturen, Seite 172 in eurem Katalog. Das ist sowas, was man dafür gut als Ersatz nehmen kann. Oder auch die bestickten Rechtecke. Oder ihr macht einfach ein Rechteck mit eurer Papierschneidemaschine. So, ich habe so hübsch bestickt natürlich noch gehabt und habe sie auch sehr, sehr gern benutzt. Deswegen kommen sie jetzt hier nochmal vor. Das klebe ich mir jetzt mit der Menschennetz fest. In quer. So, ihr könnt nochmal sehen, was ich hier vorhabe. Und jetzt achte ich dabei darauf, ich mache ja hinterher in der Mitte relativ viel mit Blumengewirre. Jetzt achte ich darauf, wenn ich meine Dimension jetzt gleich platziere, dass ich die bei diesem Etikett möglichst mittig platziere, sodass man die eben hinterher nicht sieht. Das ist immer der Nachteil bei dem Transparentkarton. Man muss ein bisschen überlegen, wo packt man es hinterher hin. Ein anderer Tipp, wenn ihr jetzt noch nicht so das Gefühl dafür habt, wo kommt das später hin, dann klebt erst eure komplette Deko drauf und dann klebt das ganze Ding da drauf. Ich weiß jetzt, wo ich es machen möchte, deswegen ziehe ich es jetzt einmal durch. Mittig, rechts, ups, schmeiß weg. So, mittig, bisschen rechts, bisschen links von der Mitte und hier auch nochmal mittig. Dann würde ich sagen, klebt eine ausreichende Menge. Da drauf, jetzt ziehe ich mir einmal nochmal hier mein Band gerade. So. Und klebe das einmal da drauf fest. Hält. So. Und jetzt kann ich mit meinen ganzen anderen Schnickschnack hier rumhantieren. So, da habe ich die Menschen jetzt hingelegt. Mit meinem ganzen anderen Schnickschnack hier einmal rumhantieren. Und zwar nehme ich mir zwei von diesen großen Dahlien, die ich so gerne mag. So, die kommen so übereinander. Da ich die gleich im Vordergrund quasi haben möchte, meines 3D-Objekts, mache ich da direkt zwei Dimensionals jeweils unten drunter. Da ist er, der Doppeldimensional, ne? Wieder, da ist er. Und die klebe ich jetzt einmal hier drauf und schwupp, ne, sieht man die Dimensionals hier und sieht man jetzt schon nicht mehr. Und dann kann ich hier meinen Rest einmal platzieren. Ich habe jetzt jeweils rechts und links einmal so Blättergewirr und einmal so Blütengewirr aufgeklebt. Das habe ich ja gerade hier gestempelt. Und das ist hier dieses Blatt. Das habe ich in Farngrün noch gestempelt. Auf der anderen Seite mache ich das genau auch so. Beziehungsweise punktsymmetrisch ist das dann, glaube ich, ne? Guck mal, Mathe war nie mein, ne? Also war es nie für mich. Ne? Es war, ist so. Mathe war es nie für mich. Geometrie war okay. So ist das, ne? So, das schiebe ich jetzt auch noch hier rein. Das lässt sich hier mal gut nachträglich auch machen. So, dann habe ich die Motive schon aufgeklebt. Meinen Spruch habe ich hier noch. Kommt auch drauf. Na, komm. Einmal hier hin. Und dann habe ich noch ein paar von diesen, guck mal, wollte ich eigentlich auch nachgucken, ob die jetzt noch im Katalog. Das kommt davon, wenn man so Projekte mal erst später vollenden kann, ne? Aber dafür gucke ich jetzt nicht nach. Da gibt es genug Akzente, die man stattdessen auch noch benutzen könnte. Jetzt suche ich nur nach meinem Aufhebhelfer. Ah, nein, wo bist du?
Muss ich es wieder mit den Fingern machen? Ja, ich muss es wieder mit den Fingern machen. Habe ich hier diese runden Akzente in Milchglasoptik? Die gab's. Nee, klar, die gibt's noch. Klar, die sind doch aus dem Mini-Katalog. Ha, die gibt's noch. Die sind aus dem Mini-Katalog und die gibt's einmal in dem Blütenrosa und einmal komplett durchsichtig. Ich habe jetzt die Rosa angenommen, weil ich das ganz nett fand. Normalerweise bin ich ja gar nicht so farbenfroh drauf. Wisst ihr, aber in dem Fall fand ich das ganz nett. Habe ich 3 Stück von verteilt. Könnt unterschiedlich große nehmen, könnt gleich große auch nehmen. Das sieht immer nett aus. So, verteile ich ein bisschen auf dem Transparentpapier, ein bisschen unten drunter. Und dann habe ich die Vorderseite schon fertig dekoriert. Und jetzt gehen wir nach innen. Ups. Da mache ich einmal nach gleichem System hier unten die Deko hin. Ich habe das jetzt auch ausgenutzt. Ich hatte hier so ein bisschen einen schwächeren Abdruck. Den platziere ich jetzt einfach hier hinten drin. Da nehme ich jetzt nur jeweils einen Dimensional aus dem Grund, dass ich nicht möchte, dass das Ganze in sich noch dicker wird, weil dann wird es nicht mehr gut verschließbar sein. Bedenkt das immer mit, wenn ihr innen drin mit vielen Dimensionals hantiert, denn ich möchte ja gleich oben noch welche hinhaben. So, ich habe das einmal hier unten gemacht mit der Blüte. Dann habe ich mir auch hier nochmal so hier so einen kleinen, ne? So einen kleinen süßen Nupsi geschnappt. Und das Schild, das kommt jetzt hier oben hin. Das kann ich da einfach komplett drauf knallen. Das ist ja riesig groß. Da braucht man sonst nichts mehr da oben. Das ist dann wunderbar. Dass man vom Holz natürlich noch ein bisschen was sieht. Bisschen mittig. So, to an amazing woman. Und dann quasi um den T drumherum verteilt. Ups, na komm. Nochmal 2. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Von diesen, den setze ich noch weiter nach unten. Du musst nochmal ab. So, da unten hin. So, nochmal 2 von diesen. Und dann bin ich fertig. Ha, so. Ist so. Dann bin ich fertig. So. Wie gesagt, wenn ihr jetzt eure Süßigkeiten schon da reinpacken wollt, dann könnt ihr das machen. Ich packe das symbolisch jetzt einfach mal um, ne? Um so die Verpackung fertig zu machen. Ne? Schiebt das einfach da rein. So. Zack. Hier unten ist manchmal die, ne, hier unten ist ja eine Kante. Logisch, ne? Wisst ihr, wie es von innen aussieht? Da ein bisschen drauf achten. So, und jetzt zeige ich mal, was ich mit dem Tee meinte. So, dann ist das Ganze fertig eingepackt und dann könnt ihr es zumachen. Und dann könnt ihr einfach nur noch eine Schleife unten runterbinden und ist es fertig. Mache ich es einmal zu. Zack. Jetzt mal die Schleife noch gerade ziehen. Spare ich mir jetzt, ne? Ihr wisst schon, ne? So, dann mache ich mal ein bisschen Ordnung. Währenddessen danke ich euch ganz herzlich. So, dass ihr heute zugeschaut habt, dass ihr mit mir diese Reihe vollendet habt. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Videos aus dieser Reihe euch einmal anschauen möchtet, dann findet ihr die verlinkt und ihr findet auch eine Liste mit allen Materialien, die ich so verwendet habe, unten drunter. Dann kommt ihr auch direkt in den Online-Shop, könnt euch genau angucken, ne, was das jetzt genau ist. Denkt dran, die Produktreihe Dahlia Days, ne, also hier das mit dem, ne, die hier. Und die passenden Stanzformen, die gibt es nur noch bis Ende Juni. Das bedeutet, wenn ihr jetzt denkt, boah, muss ich unbedingt haben, dann solltet ihr schnell sein. Wenn ihr noch keine Stampin' Up! Beraterin habt, dann schreibt mir doch gerne einfach mal eine Mail oder ruft kurz durch oder schreibt mir einen netten Kommentar. Ich antworte da auch gerne drauf. Und ansonsten, ja, ich glaube, das war's. Das war alles, was ich sagen wollte. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, verliert eure gute Laune nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut!